Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Hallo MK-Team, mir ist ein verdächtiges Stück Koi-Kot auf meinem Teichgrund aufgefallen. Es verlängert die Wurst. Es verlängert die Wurst und ist dünn und weißlich. Gibt es hier einen Grund zur Sorge, Handlungsbedarf? Kann es sich um einen Wurm handeln? Und vielen Dank und Grüße, Christian. Naja, Christian, theoretisch, also im Winter würde ich sagen, kann es eigentlich kein Wurm sein. Sehen wir ständig, wenn wir zum Bloggen sind. Es gibt wenig Koi mit Bandwurmbefall und dass die dann auch noch freiwillig im Winter rausrutschen, ist sehr unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist, dass es ein Schleimhautausguss vom Darm ist, wenn der Schleimhaut was? Ausguss. Also okay. Der Darm ist ja so ein Rohr und da ist ja die Schleimhaut außenrum. Ja, genau, und die regeneriert sich und füllt sozusagen dieses Darmvolumen komplett aus. Und wenn der Fisch lange nichts frisst, dann ist das irgendwann das Rohr eben dicht sozusagen. Und wenn dann der Darm in Bewegung kommt, weil der Fisch zum Beispiel in Bewegung kommt, dann kommt da hinten aus dem Fisch eine weiße Wurst raus, buchstäblich. Okay. Ja. Und das kann auch so geleeartig sein oder eben stabil als Pseudowurm sozusagen. Aber das ist eigentlich bei den jetzigen Temperaturen das Wahrscheinlichste. Solche Würste gibt es auch, wenn die Tiere Durchfall kriegen. Zum Beispiel, wenn vergesellschaftet wird, ist es eine häufige Beobachtung, dass dann mal auch Kot aufschwimmt, der so weiß und wurmförmig ist. Aber jetzt im kalten Teich würde ich sagen, absolut kein Grund zur Beunruhigung. Sehe ich auch so. Gut. Und wir sehen es wirklich beim Bloggen hier und da immer wieder. Gibt es immer mal wieder. Genau. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.